لو الحكاية فيها إن فيتو aber noch darauf warten, dass ausreichende Investitionsbedingungen dafür bestehen. Denn Investitionen setzen voraus, dass man in einem sicheren, rechtlich, faktisch, politisch sicheren Umfeld natürlich auch investiert. Und da hat die Regierung ja eine Reihe von Anstrengungen unternommen, arbeitet aktiv darauf hin, dass die Investitionsbedingungen möglichst attraktiv sind für ausländische Investoren. Und die zwei größten Hindernisse werden angegangen von der ägyptischen Regierung, das ist insbesondere Red Tape, also Bürokratie. Und das ist auch sehr stark die Frage der Koordinierung in der ägyptischen Regierung. Also ich höre immer wieder von Unternehmen, dass sie es sich einfach nicht leisten können, vor allem mittelständische, größere, die können dafür einen eigenen Stab oder eine eigene Abteilung aufstellen. Die Koordinierung der verschiedenen Lizenzen, Notwendigkeiten der Genehmigung von den verschiedenen Ministerien, immer wieder eines der Haupthindernisse. Das hat die Regierung auch erkannt, das hat Frau Ministerin, Investitionsministerin Sarah Nasser auch erkannt. Und man bemüht sich darum, daran zu gehen. Es ist mit dem neuen Investitionsgesetz jetzt auch, glaube ich, auf die Schiene gesetzt worden. Aber es wird sehr darauf ankommen, dass die Ausführungsbestimmungen dazu dann auch erlassen werden, dass sie genau diese Lösung eines One-Stop-Shops vorsehen und dass er dann in der Praxis auch wirklich so praktiziert wird. Wir haben immer wieder gesehen, dass Kompetenzstreitigkeiten zwischen verschiedenen Ministerien, mangelnde Abstimmung den ausländischen Investor oft haben am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Das ist eine ganz schwierige Situation, die jeden Investor abschreckt. Und wir freuen uns, dass die ägyptische Regierung dieses Problem jetzt wirklich mit voller Kraft angeht. Und es ist wichtig, dass sie auch beweist, dass sie eine solche Vereinbarung und eine solche Vorgabe jetzt auch in der Praxis umsetzen kann. Ich glaube, wenn diese Bedingungen geschaffen sind, steht den weiteren deutschen Investitionen, die ja bisher bereits 22.000 Arbeitsplätze hier in Ägypten, in den letzten Jahren in Ägypten geschaffen haben, dann steht den weiteren deutschen Investitionen nichts mehr im Wege.